Mahlzeit, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Bilk Map. Ja, es spricht, sieht man noch sehr komisch aus, ist so komisch, macht aber nichts. Ey, der Hund hat einen Namen. Ja, und zwar können wir uns den nicht aussuchen, der Typ heißt Will. Ja, da machst du nichts. So, der hat Futter, der will noch mehr Futter, dann kriegt er noch mehr Futter. Kommt er an die Rand? Jawohl. Der Zeitlupenhund, guck ihn dir an. Und rinnt die Nase, okay. Leute, ich habe beim letzten Mal die Wiese da hinten fertig anisät. Das ist soweit alles tippitoppi. Und ich glaube, ich war so frech und habe schon mal die Walze vom Händler hier zum Hof gefahren, dass wir die soweit vollenden können, die Aussaat. Dann wäre diese Wiese für immer tippitoppi Balletti. Wollen wir starten? Ich glaube, ja. Stimmt, da hat er keine Hupe. Ich wollte gerade hupen, verdammt nochmal. Nun denn, dann wollen wir mal los. Ja, mit dem Frontheber, mit dem Kraftheber vorne, wie gesagt, bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Müssen wir mal gucken. So, so senke er... Warte, hat sich das gerade wegbewegt, das Ding? Na klar, wir haben noch hier Bewegung wieder im Spiel, ne? Okay, jetzt gerade nicht. Nun denn, ja, werden wir sehen. Hallo? Schafft er das? Ja, er hat ein paar Startpumpen. Ach, die kommen schon. Ja, der bleibt ja fast stehen, die gibt gerade Vollgas. Was ist das denn schon wieder hier? Komm schon. Na komm schon. Komm schon, enttäusch mich nicht. Ach, alles klar. Ey, ganz ehrlich, das schreit nach einem anderen Traktor, oder? Also, wir werden denen nicht weggeben, aber... Na, wir können doch nicht alles mit dem Fendt machen, verdammte Hacke. Warte mal, wann waren die Hirse hier fertig? Die brauchen noch Pflanzenschutzmörtel. Na, haben wir nicht. Wobei die erste Ernte fällt immer nicht so gut aus, ne? Wir sind hier bei 4 von 4. Ich glaube, im nächsten Monat ist hier Erntezeit. Ja, würde ich aber fast sagen, oh, hoppala, dass wir vielleicht noch mal ein paar Lokalitäten abklappern, oder? Für ein bisschen mehr Geld oder so? Wäre jetzt an sich auch nicht so schlecht. Ich habe mir nämlich ein paar Gedanken gemacht, was wir denn... Wo haben wir denn den Fendt eigentlich hinstellt? Steht er hier irgendwo rum? Hier sind Anbaugeräte, okay. Da ist er, hallo, gefunden. So, dann steigen wir hier halt aus. Wenn der nicht will, dann nehmen wir den. Ach, naja, okay. So, der schafft die Walze aber auf jeden Fall, oder? Da sehe ich jetzt gar keine Probleme. Ich finde den Zeter ja an sich total geil, aber wenn der nicht kann... Ja, ist schwierig. Der soll bloß die poplige kleine Walze hier ziehen. Den wird er doch wohl hinkriegen, oder was? Kann ja wohl nicht wahr sein, dass er den hier nicht schafft. Das ist ja ein tolles Ding. Ja. Diese Rehe auf dieses Feld hier. Wahnsinn. Nee, runter damit. Was machst du denn hier? Genau, der die Schafe findet sehr merkwürdig. So, jetzt aber, oder? Jawohl, jetzt geht's los. Jetzt wird gewalzt. Aber selbst der Fendt macht hier dicke Backen. Sag mal, aber leistungsanforderungsmäßig war doch das jetzt hier nicht so ein überkrasses Raumschiff, oder? Okay, okay. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt 2-3 Runden außen rum und dann schauen wir mal, ob der Helfer da was machen kann. Ja, wie gesagt, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht zum Thema Traktoren. Und zwar... Ja, komm, wollen wir gleich mal gucken. Vielleicht ist hier was im Angebot. Immer noch leider nicht, schade. Und zwar... Boah, jetzt muss ich gucken. Bin mir nicht ganz sicher. War der hier mit bei? Ich glaube bald nicht. Doch, da ist er. Ich sage euch jetzt ehrlich, ihr hättet irgendwie Bock auf den Kollegen hier. Der würde hier auf die Map doch gut hinpassen, oder? Ist schon ganz schön drüber, aber okay. Also, ne?
Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht später. Müssen wir mal schauen. So. Wie gesagt, MB-Truck hätte ich auch Bock drauf. Das wäre wahrscheinlich sogar die... Sag mal, hat die Walze hier keinen Bodenkontakt? Doch. Weil manchmal dreht sie nicht. Habt ihr das gerade gesehen? Schwierig. Sehr schwierig. Ich hätte ja bald Bock, dass wir hier drei Rehe ranhängen und dann hier, ne? Wie Santa Claus seinen Schlitten mit der Rehe machen. Die können ruhig was tun für ihr Dasein. Aber so richtig überzeugt von der Walze bin ich halt auch nicht. Das muss ich gerade einfach mal dazu einstehen. Ja, wird die Zeit zeigen, ob das Fahrzeug, besser gesagt, die Red bleibt oder nicht. Aber erstmal haben wir das und dann müssen wir damit arbeiten. Kriegen wir ja hin. Ne, ist jetzt nur nicht, dass es nicht, gar nicht funktioniert, aber schöner wäre halt besser. Ich wäre halt gerne mit dem C-Toy fahren, aber da machst du halt nichts, ne? So, aber er hat hier auch mit der Schalterei ganz schön zu tun. Was ist denn das immer? Da würde ich mir lieber gerne Automatik wünschen, die mit CVT oder so, ne? Hast du stufenlos, immer gib ihm, je nach Lastanforderung einfach mehr Drehzahl und Feuer frei. So, Problem ist, wir sehen gar nicht, wo schon gewalzt wurde und wo doch nicht. Also, ja, schon, aber irgendwie auch nicht so richtig. Wir könnten jetzt höchstens nach Map fahren oder so, mal gucken. Aber so also ein bisschen sieht man das hier schon. Ne, die Walze, das hat so einen leicht helleren braunen Anteil. Oder wir walzen einfach gegen den Strich. Das geht natürlich auch. Dann sehen wir das auf jeden Fall. Ne, wenn die Textur sich in der Richtung ändert, dann macht das doch einen starken Unterschied, auf jeden Fall optisch. Ja, war ein ganz schöner Flickenteppich mit der Sämaschine beim letzten Mal. Aber das machen wir hier auch nur eh mal und dann ist das okay. So. Ich hätte wirklich fast gesagt, dass wir das in Streifen jetzt hier hoch und runter fahren, oder? Macht sich bald besser, glaube ich. Können wir gleich mal testen, wie das aussieht mit dem Umdrehen. Aber an sich hätte ich gesagt, ist jetzt in Streifen fahren, glaube ich, die bessere Variante. Jetzt fahren wir hier immer schön durch die Hirse, aber das macht ja gar nichts. Sehr schön. So, und dann fahren wir hier schön gegen den Strich. Da habt ihr du. Dann machen wir heute erstmal ernsthaft entspannt hier die Wiese schön. Und wie gesagt, wenn da noch ein bisschen Zeit überbleibt, könnten wir eigentlich nochmal ein bisschen gucken, ob wir ein paar Sammelobjekte finden für die Kohlen. Das machen wir hier auch, ne? Mal jede zweite Reihe fahren. Da hat sich beim letzten Mal eigentlich recht gut angeboten. Und wir fahren jetzt einfach mal gerade, dass wir hier erstmal ein bisschen Grund reinkriegen. Und dann können wir theoretisch hier rechts erstmal das Dreieck ausmerzen und dann haben wir eine Richtung. So. Und einfach stramm wieder rein. Irgendwie kriegen wir das schon hin, die Bügel hier. Schön frei nach Schnauze, einfach drüber walzen. Ist mal nicht so die feine Art, aber hey, ist nur Gras. Na, hier haben wir jetzt keine großen Wunder zu erwarten. So, von der Arbeitsbreite her geht das Ding ja eigentlich relativ klar. Ich habe an der Sämaschine ein bisschen rumgespielt nach der letzten Folge, zwischen den Aufnahmen jetzt hier. Und zwar habe ich ja so favoritenmäßig, zeige ich euch, bevor ich hier wieder rum erzähle, bei Seetechnik, die gab es, oh, ich glaube im 17er gab es die schon, die Horsch Pronto 9DC, die fand ich da mega. Ich glaube, ich habe mit dieser Seemaschine im 17er fast alle Felder bestellt, egal wie groß sie waren. Ich fand die geil und die hatte ich im 19er auch und die macht ihren Job perfekt. Die hat 9 Meter Arbeitsbreite. Ja, ich habe der hier jetzt mal erlaubt, dass die alle Fruchtsorten aussäen darf, außer jetzt zum Beispiel Pastinaken, Karotten und rote Beete. Aber die gängigen Fruchtsorten kann das Ding in der Erde stecken. Nur mit Direktsaat, perfekt. 10.000 Liter Dünger Saatgut, da kannst du auf jeden Fall voll mit arbeiten. Und die arbeitet recht sauber, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach.
Also da steuere ich gerade so ein bisschen hin, gedankentechnisch, dass wir uns diese Seemaschine irgendwann aneignen für die Ländereien hier. Klingt ja halbwegs vernünftig, hoffe ich, denke ich. So, jetzt habe ich ja voll den Faden verloren. Nee, warte mal, wir müssen da hinten hin. Das Geile ist, wir verwischen unsere Spuren. Hat den Nachteil, ich weiß nicht mehr, wo wir waren. So, ich glaube, hier vorne setzen wir neu an und dann passt es wieder. Ich glaube, hier, genau, hier ist die Kante. Kann man das im Video überhaupt erkennen? Also ist selbst bei mir auf dem Monitor recht schwierig, aber... Dies passt schon. Und die Bäume und Büsche, die haben ja echt Party, ne? Sind da sehr unentschlossen, was sie denn von sich nur zeigen wollen und was nicht. Ja. So, dann machen wir hier wieder zweiten Streifen. Daneben. Und ich habe gesagt, wir walzen gegen den Strich. Ne, jetzt fahren wir wieder mit dem Strich. Aber ab hier vorne, da wo der Dreh steht, da ist dann auf jeden Fall alles so. Das wird optisch auf jeden Fall besser unterscheiden können. Ne, da wo wir waren, da wo wir noch nicht fahren. Fahren und waren. Das ist das Ananas. So. Ich will mal testen, aber das müsste eigentlich von der Arbeitsbreite her... Doch, guck mal, du kommst hin, wenn wir einfach mit vollem Lenkwinkel immer um die Kurve fahren hier. Haben wir mal genau die Arbeitsbreite drin für den nächsten Streifen. Und dass wir uns da nachher schön bei der Rückfahrt alles mit wegwalzen, ohne dass auf dem Streifen stehen bleibt. So. Ja, wobei, das sieht schon grenzwertig aus hier, aber von der Arbeitsbreite. Wir werden sehen. Wenn nicht hinhaut, dann fahren wir da halt nochmal lang. Ist ja egal. Leute, und das ist alles nur erstmal für die Wiese, dass wir hier Gras haben. Ne, das war jetzt eigentlich immer komplett alles. Also bis auf Mulchen haben wir jetzt hier immer das komplette Programm durchgefahren auf dem Acker hier. Das ist ja der Hammer. So, hier müssen wir jetzt noch. Guck mal hier, Arbeitsbreite passt perfekt. Voll geil. Genau so. So, dann können wir hier lang. Ist zwar ein Reizekuddelmuddel hin und her, aber... ist eigentlich auch egal. Hat halt jetzt wirklich den Vorteil. Guck mal, man sieht richtig, wo wir waren, wo wir noch nicht waren. Wenn man gegen den Strich campt hier, das klappt dann schon. So. Dann haben wir ruckizucki fertig hier. Geil, dann haben wir wirklich noch Zeit. Dann können wir ein paar Sachen sammeln. Dann würde ich so die gängigsten Gebäude immer ablatschen. Gucken, dass wir da nochmal was finden. Ist quasi wie Ostereier suchen. Nur, dass sich das halt mehr lohnt, auf jeden Fall. Ja. Da haben wir wohl eine kleine Ecke vergessen, ne? So. Okay, die funktioniert doch rückwärts. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Der Streifen ist recht breit. Hier war ich mir nämlich nicht so sicher, aber klappt. Das kriegen wir alle hin. Okay. Ich habe gerade das Gefühl, der Fendt wird hier unser Hauptschlepper auf dem Hof, der die ganze Arbeit verrichten darf. Und der Zetor, der ist so... ja... der war da... und ja, so. Und die Rehe, ne? Eieiei. Ich muss euch ehrlich sagen, auf vielen Maps sind die Rehe doch sehr, sehr viel. Und guck mal, auf der Pioneers Map, da sind die halt auch am Rumschweben. Das weiß ich nicht, ist das halt so? Oder soll das eigentlich nicht so? Oder? Weil so richtig geil ist das eigentlich nicht. So, halt mal an. Was sagt denn die Karte? Sind wir hier jetzt durch? Haben wir alles getroffen? Das werden wir gleich rausfinden. Wir sind hier, der kleine Stückchen Feld. Saatbett haben wir minimal auf ein paar Stellen. Nö, guck mal hier, klappt doch, passt doch. Jetzt haben wir auch viel breiter gemäht, oder? Oder ist es... ach, mit dieser Grastextur, das ist auch schwierig. Man weiß noch nicht, ob das so geil ist. Auf jeden Fall bleibt der Acker jetzt so, wie er ist. Ja, braucht er nicht mähen, das ist so. Mehr machen wir hier nicht bei der Wiese, das reicht.
Oder wollen wir was völlig anderes machen? Wollen wir einfach mal eine große Wiese kaufen bei der Tankstelle, wo wir letzte Mal unterwegs waren, und da erstmal Gras schneiden und gleich zur Silage machen? Weil wenn wir Silageballen haben, haben wir Geld. Da hätte ich ja fast Interesse dran, sei ganz ehrlich. Aber wenn wir noch zwei, drei Sammelobjekte finden... Seht ihr das? Hier passieren gerade Dinge. Wir kärchern von Hand. Das ist ja Ewigkeiten nicht passiert. Wie gesagt, wenn wir noch ein, zwei Sammelobjekte finden, dann können wir uns locker die Wiese da leisten. Vielleicht sogar schon den Ballenwickler. Oder wir mieten uns das Ding dann erstmal. Wobei den nächsten Tag wäre quasi die Hirseernte. Vielleicht nehmen wir das Geld doch erstmal in der Hand, um uns da einen Dröscher zu mieten. Und das auch nicht allzu schlimm wäre, oder? So, warte mal, warte. Die Fahrzeughalle ist schon voll. Ja. Mit Kleinkram, vollgekramt. Schön. Wo lassen wir denn die Walze stehen? Ich meine, wir haben hier eine große Scheune, aber hier ist zum Durchfahren. Vielleicht steht die hier um die Ecke richtig gut. Wenn wir die da reinbekommen, wäre natürlich traumhaft. Oder wir machen hier in die Räteschuppen, dass wir sie hier mit drin fahren. Hier könnte die auch hin, hier um die Ecke, ne? Die ist ja nicht allzu lang. Könnte passen, wir probieren. Dann zirkeln wir den Apparat da rückwärts rein und dann schauen wir mal. Justieren ist halt mit dem Frontlader jetzt ein bisschen schwierig hier, dass wir nicht andere wegboxen dabei. Aber die kriegen wir hier rein. So, guck dich das an. Wollen wir die Gabel wieder abbauen oder wollen wir die dran lassen? Ich finde die eigentlich jetzt cool. Wir können hier gleich durchfahren. Apropos fahren, wollen wir die Map erkunden mit dem Fahrzeug oder wollen wir auf Schnellreise hinspringen? Ich wäre ja fast dafür, dass wir da mit dem Zetor mal hinfahren, oder? Wollen wir das machen? Komm, wir fahren da mal hin. Der Auslauf ist schnell nervös. Geht endlich wieder los. Up on the road. Geil. Warte mal, können wir hier auch Hirse füttern? Jetzt... schauen wir mal. Bei der Hühnerstall. Hier können wir noch nicht drauf zugreifen. Können wir diesen Hühnerstall mit Hirse versorgen als Futter? Ja, oh wie geil! Dann können wir Hühnerfutter ernten. Ehre, das machen wir. So, dann fahren wir jetzt mal raus. Kommen wir eiern hier mit der Innenansicht ein bisschen durch die Ortschaft. Die Wiese ist fertig, die kann erstmal wachsen. Er heißt Will. Bin ich jetzt nicht so begeistert von der Namensfindung, aber okay. Dann machst du nichts. Ja, pass auf. Und zwar, wie gesagt, wir haben ja hier oben an der Tankstelle. Hier. Ne, wir haben ja diese Wiese. Diese hier, die kostet 61. Und wir haben die hier, die kostet 60. Wenn wir die abmähen, haben wir ordentlich Silage. Ne, dann können wir die Ballen doch liegen lassen, direkt auf der Wiese. Und, wobei, warte mal, halt, stopp, das hier ist auch eine Wiese, ne? Aber die ist, glaube ich, teuer. Oh, warum kosten die 200? Okay, die ist auch deutlich, deutlich größer. Alles klar, ich verstehe schon. Da ist das hier auch eine Wiese? Ja, klar, das hier auch. Also, ist das alles Grasland hier? Ist ja geil. Ist ja der Hammer. Ne, ganz ehrlich, ich wäre hierfür. 60.000. Naja. Wir fahren. Wo fahren wir lang? Hier geradezu war der Viehhandel. Wollen wir mal die Straße hier runterfahren? Wo landen wir da? Okay, im Niemandsland. Hier könnten wir hinfahren. Wie kommen wir denn da am besten hin? Okay, wir fahren erstmal. Können wir hier gerade durchfahren? Jo. Wir fahren mal den Schleichweg. Kommt da was? Hier ist frei. Links.
Wenn wir schnell sind, ist frei. Aber Leute, guck mal, der Zeter, der ist wunderschön, aber der kann halt ja nichts. Da kam auch, glaube ich, schon wieder ein neues Paket raus. Ein neues Zeter-Paket. Vielleicht schaue ich da nochmal rein, dass wir uns dann da vielleicht doch nochmal einen anderen holen oder so. Dass wir da beim Händler irgendwie was aushandeln, irgendwie im Tauschhandel. Mal gucken. So, wollen wir hier mal einen Stopp-Stopp machen? Dann holen wir hier erstmal den Schwein weg. Die kann ja hier in der Einfahrt rumliegen, das geht ja nicht. Dann haben wir noch ein Fass. So. Geht's hinten weiter? Mülleimer, okay. Oh, die haben alle einen Platten, ne? Eieiei, Leute, ihr müsst eure Fahrräder pflegen. Hallo. So, ist hier noch ein Mank irgendwas? Aber die sind sehr, sehr gut platziert, ne? Nicht so doll versteckt, wie auf manchen anderen Maps hier. Also bis jetzt, das, was wir hier so gefunden haben, war eigentlich immer okay. Guck mal hier zum Beispiel, die Sämaschine, ne? Die ist hier so, zack. Nimmst du mit, hast du bei. Hier könnten halt auch mal Sachen drin sein, aber ich glaube, das ist hier auf der Map nicht passiert. Was haben wir hier überhaupt? Ein Ledli oder was ist das hier? Okay, hier ist ja kein Schild mehr dran, ne? Unser Sonderangebot. Aha. Eine lilane Kettensäge. Guck dich das an. Und schön Fleisch. Eine Joke. Der Mango. Geil. Frische Sachen. 30, so 130. Wow, das ist Magic. Guck mal hier, Hologramm schwebt in der Luft. Ha, gibt so Sachen auf der Map, wo ich so nach und nach mir so denke, na, ob das so geil ist. Schauen wir mal. Also wir fahren jetzt mal weiter. Hier war schon alles abgegrast beim letzten Mal. Hier an der Kirche. Hier neben könnten wir eventuell nochmal einen Blick rüber werfen über den Hof. Ist eigentlich beim Viehhandel selber. Waren wir da schon? Ja, da waren wir auch schon gucken, ne? Wir fahren mal hier lang. Gucken mal. Was haben wir hier? Bäckerei. Wir haben richtig harten Publikumsverkehr, alles klar. So, warte mal, bei der Bäckerei auf dem Hof, haben wir hier eine Sämaschine? Ey, hier liegt Geld auf der Straße, wie geil. Hier ist noch ein Wasserfass. Ach, das ist wieder cool gemacht. Also der Hof hier, der gefällt mir, der ist schön. Schön kuschelig. Man braucht auf jeden Fall kleine Fahrzeuge, nicht so was riesengroßes. Was war hier? Oh, auf den Hof waren wir auch noch nicht, ne? Dann gucken wir gleich mal, wenn wir schon mal hier stehen. Oder waren wir hier schon mal? Nee, guck mal, hier ist ein Schwein. Na, dann packen wir das mal ein. Hast du noch mehr? Zeige mir, gebe mir. Nö. Ich wollte gerade sagen, da oben ist was. Wir sind sehr gründlich, ne? Das müssen wir machen, auf jeden Fall. Da hat gerade ein Rohr aus der Wand geguckt. Aua. Okay, das war's denn hier wohl. Dann soll das so sein. Dann fahren wir weiter. Was ist da, eine blaue... Mann, ey, guck doch mal. Also, abgesehen von den fliegenden Rehen, da hinten haben wir die Windkraftanlagen. Hier ist so Wiese. Da ist so mittendrin so ein kleines Wäldchen. Dann haben wir hier ein paar Felder. Das sieht schon echt hübsch aus hier. Ich sag euch ganz ehrlich, ich mag die Map. Die ist optisch einfach toll. So. Ja, haben die angehalten? Ja, krass, die bleiben stehen. Ich kann nicht hupen. Verdammt, Mann. Ich hätte so gerne zurückgehupt, aber geht leider nicht. Oh, da schön über den Bordstein gehampelt. Macht man nicht. Weh's. Und wieder raus. Hallo Schaf. Das ist aber ein... Alter, das ist aber tief der Graben hier. Da gehen wir mal nicht runter, oder? Oder ist unter der Brücke ohne was versteckt? Auf jeden Fall ist hier vorne ein Mähdrescher gerade gesehen. Ich feiere diesen Traktor. So. Alter, wir haben 74.000. Das ist ja voll geil. Oh, hier sind doch Wohnhäuser. Gott sei Dank.
Ich wollte schon sagen, hä, warum sind denn hier nur irgendwie Verkaufsstellen? Aber hier ist eine Siedlung, guck mal. Oh Gott, wie klein, wie verwinkelt. Hier aber Sammelobjekte finden, ist eine andere Herausforderung, ne? Hier haben wir nochmal Miststreuer. Hier, die Mülltonne hat stabile Seitenlage, okay. Oh Gott, hier in den Regalen überall. Oh, oh. Hier oben drauf, guck mal, eine Anhänger gefunden, geil. Im Container eventuell auch was drin? Nö. Hä, wie die... Hier, ein Wasserspender. Ey, ganz ehrlich? Manche Maps können sich hier wirklich was von abschneiden. Irgendwie hattet hier was. War doch nie die Entscheidung, hierher zu kommen, glaube ich. Auch ein paar Manko-Punkte, die Map hat. Alles andere wird damit wieder wettgemacht. Definitiv. So, das ist schön. Ist ja fast... Du kannst immer im Kreis fahren, ne? Immer im Karree. Oh, ein Trecker, hallo. Schön den Kindern erstmal das Spielzeug vor der Haustür wegklauen. Okay. So, die Bank ist leer. Hier ist eine... Wie immer ein Yard, ein bisschen schnökern hier. Oh Gott, was mit Rasenmähen, Leute? Der sieht ja doll aus. Also wenn ihr den Grill anmacht, dann fackelt euch aber hier erstmal alles weg. Ja, ja. Hier ist auch, ne? Ah, guck. Na klar, hier wächst Gras ohne Ende und hier ist Modder an eine Schaukel. Geil. Kommt dem Kind immer mit dreckigen Beinen in die Rand. Supi. Wir können hier fast an jedem Haus was abfummeln, oder? Das ist cool hier. Oh. Oh. Die Tür hat Bodenklinke. Alles klar. Die Vorjahr steht aber haufenweise Krempel. Ey, ihr habt aber mit Unkraut ist bei euch doll, wa? Sag mal. Starkes Stück. So, ist eher anstrengend, hier rumzurennen, ne? Finde ich auch gerade. So, über die Hecke. Ab in ja. Oh, oh, oh. Die sind halb versenkt, die Häuser. Ich glaube, ist doch eigentlich nicht beabsichtigt, dass man hier im Hinterhof rumrennt, oder? Ja, Jens, durchrutscht schon die Rutsche hier. Freitragendes Objekt, alles klar. Ist nicht schlimm. Wir sind ja eigentlich auf dem Acker unterwegs, ne? Unterwegs und nicht hier hinten. Das ist ja, Alter, was denn hier? Auf jeden Fall erstmal ein Traktor, das ist schon mal geil, aber übelst vermüllt, oder die bauen noch. Das ist natürlich wieder entschuldigt. Aber erstmal alle Deko-Objekte, die wir hier zur Verfügung haben, auch alle ausgenutzt, ne? Sehr schön. Ne, ohne Quatsch jetzt, obwohl das nicht alles perfekt steht, ich feiere das total. Okay, hier haben wir ein Auto. Und dann geht es hier hinten aber nicht mehr weiter, oder doch? Ne, hier ist dann wieder ein Weg, eine Straße. Hier sind Felder, geil, und Steine. Hm, total toll. Okay, mal gucken, ob wir zurückkommen zum Traktor. Ey, geil, wir haben 80.000. Aber ich sage euch trotzdem, Freunde, ich würde sehr, sehr gerne vorspulen, dass wir in den nächsten Monat kommen und dann Hirse ernten. Dann können wir dem... Oh, 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 oh. Gibt's hier eine Behinderung auf der Straße? Und wenn ja, es ist nicht... Nicht schön. Hier hat einer seinen Traktor vergessen. Ich fahre den mal weg, ja? Nicht, dass sie Ärger gibt. Und wir fahren nach Wettringen. 5 Kilometer. Jetzt schaffen wir. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber ich mag diesen Flair. Das ist gerade richtig, richtig cool irgendwie. Das mag ich total. Hier so rumfahren. Das sieht fast... Ja, ich möchte nicht sagen, das sieht aus wie in echt, aber kommt dem stellenweise so. So von der Atmosphäre schon sehr, sehr nahe. Ist schon ein bisschen cool. So, hier vorne kommt nochmal ein Betrieb, da können wir nochmal rauffahren. Ist eine Getreidemühle oder sowas, ne? Können wir nochmal nach ein paar Sammelobjekten Ausschau halten. Ich glaube, ich habe das erste schon... War hier ein Fahrrad? War da was Blaues? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ein blaues Fahrrad. Ja, hier ein Mähdrescher. Den nehmen wir mit. Sehr, sehr schön. Das ist doch hier, klar, Getreidemühle. Cool. Ist hier noch mehr? Wo seid ihr? Wo steckt ihr? Zeigt euch.
Zumal, wenn wir jetzt von einer Sache wirklich mal 10 Stück haben, müssen wir übelst Asche kriegen, ne? Noch 5 weitere Traktoren. Hier ist richtig Geld zu holen. Das wäre das perfekte Startkapital. So, ich glaube, mehr wie 2 Sammelobjekte werden wir hier nicht bekommen, oder? Ja, Mann, ich will jetzt auch ja nicht so viel Zeug hier sammeln. Eigentlich wollte ich ja auf dem... Naja, eigentlich wollte ich auf den anderen Hof fahren und da Zeug sammeln. Toll. Okay, das war's gewesen hier. Dann machen wir mal eine harte Drehung. Ja, fahren wir durch die Pampa. Warte mal. Was sagt die Karte? Sind wir eigentlich noch irgendwie halbwegs auf Kurs? Ja. Oh Gott, wie groß ist denn die Map bitte? Ja, Hilfe. Krass. Ich muss mich hier noch ortskundig machen. Also ich habe hier absolut keine Ahnung, wo ich mich hier befinde. Aber seid mal ehrlich. Landschaftstechnisch 1 plus. Ne, so Details, wenn da mal was in der Luft hängt oder so. Tja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wir machen mal hier eine schmale Einfahrt. Wir machen mal hier einen Abbieger. Und dann fahren wir mal unsere Nachbarn besuchen. Einsam auf dem Feld. Haben sie was für uns versteckt. Guck. Haben die Jörn auch wieder Spielzeug hier liegen lassen. Cool. Noch mehr? Ihr habt... Also mit Garten ist bei euch nicht doll, ne? Ihr habt schön Acker ringsrum. Ist auch okay, ne? Wenn du kein Gras hast, brauchst du dich mähen. Kann ich verstehen. So. Gut. Dann fahren wir... Dann fahren wir hier lang. Weil ich glaube... Also, ey, guck doch mal. Das sieht ja wirklich aus wie ein echt hier. Mit diesem kleinen Kanal, der sich hier durchschlängelt, bewachsen mit Zeug. Hat sich einer viel Mühe gegeben. Und ich möchte sagen, das hier ist der Starthof. Ja, wo der ganze Zauber eigentlich beginnt, aber ich wollte den nicht spielen. Blub, blub, hallo. Ja, das wäre der Starthof gewesen. Mit einem riesen Kuhstall und ja. Krass, hier sind einfach mal 3. Eine Kuh. Und eine Kuh. Und eine Kuh. Heftig. Ist hier noch mehr? Ne, glaube hier hinter war nichts. Wir gehen einfach mal rein. Hier ist ja keiner. Die sind ja alle unterwegs. Guck mal, das finde ich halt echt nicht geil. Hier sind halt Steine ohne Ende. Finde ich absolut abschreckend. Ist überhaupt nicht das, was ich haben will. Finde ich richtig schlimm. Ich habe, glaube ich, den ersten Test, den ich gemacht habe, habe ich auch probiert, ob man die Steine hier wegbekommt vom Hof. Also du kommst nicht überall hin. So, wir brauchen noch 4 Trecker, dann kriegen wir richtig Asche. Was aber geil ist, sind diese Fahrsilos hier. Du kannst hier rückwärts ranfahren und abkippen. Das hat wieder was. Ne? Das ist wieder cool gemacht auf jeden Fall. Hier neben ist gleich eine BGA. Wow. Hallo? Boah, ey, könnt ihr rumlatschen, folgen, überfolgen und Erkundung machen. Hier ist ein Schwein. Krass. Okay. Hallo? Ich Schorf. Wir haben Schorf gefunden. Warte mal. Boah, hier mit den Wegen, ihr Mank. So, dann gehen wir mal hier unten runter. Vielleicht gibt hier noch mehr zum Looten. Wir gucken mal. Hier waren wir schon, ne? Hier ist ein Schweiter. Aber guck mal hier mit der großen Halle hier neben dieser Halle so. Also von der Aufteilung der Gebäude her kannst du eigentlich nicht meckern. Und dann geht es hier schön den Hang runter. Dann haben wir hier nochmal eine riesen Fahrzeughalle. Hier ist nochmal eine Kuh. Ist hier was drinne? Zeig mal. Hallo, ist keiner da. Gut. Wenn nicht, dann nö. Hier ist eine Riesenwiese, die hätten wir mähen können, ne? Ja, hier sind Sojabohnen am Start. Hier ist die Weide vom Kuhstall. Warte mal, sind im Kuhstall vielleicht auch noch ein paar Sammelobjekte? Das wäre natürlich cool, wenn die am Trog stehen oder so. So, wir schlängeln uns mal hier durch. Aber so wie es aussieht, ist der Kuhstall befreit vom Holzspielzeug. Okay. Wäre cool, wenn die hier verteilt gewesen wären, ne? Mangt den Gittern. Aber okay. So.
Gut, Freunde, das wäre, wie gesagt, der Hauptstarthof gewesen, aber ich hatte auf den keinen Bock. Sei ganz ehrlich. Der ist zwar da, aber nö. Wollte ich nicht. Der war mir fast ein bisschen zu groß, weil ich wollte es eigentlich... Oh, da ist noch eine Kuh. Ich wollte es nämlich schön klein und gemütlich haben. So, wir brauchen noch 4 Kühe. Ich weiß ja nicht, ob die alle hier am Hof verteilt sind. Kommen wir nochmal hier im Garten gucken. Na klar, hier ist ein Pferd auf der Schaukel. Nehmen wir einfach mal 92.000. Und mit Zeug einsammeln. Ein bisschen cool. So, das wartet jetzt aber, ne? Okay. So. Ja, Freunde, das wartet jetzt aber wirklich. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann haben wir wahrscheinlich einen Monat später. Jetzt sind wir im August. Wenn wir im September mal nachschauen, weil mal die Hirse, die ist ja jetzt im August schon erntereif. Vielleicht kommt mal eine Wachstumsstufe so über das Feld gehuscht, aber ich glaube nicht. Ja, dann gehen wir in den September, dann gehen wir in die Ernte. Wenn wir ganz viel Glück haben, haben wir so ja coole Sachen im Angebot. Mähdrescher oder so. Und wenn wir in die Ernte gehen, weiß ich noch nicht, was wir uns für Mähdrescher mieten. Also kaufen erstmal absolut nein. Mieten, ja, auf jeden Fall. Ne? So, schauen wir mal. Auf jeden Fall bis hierhin ziemlich cool. Wir haben echt viel Sachen eingesammelt. Wir haben Asche. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht keinen Quatsch. Und Rinni hauen.